Im Grunde ist es ein Armutszeugnis für die Union, dass sie sich hier einmal mehr hat austricksen lassen. Nach der SPD hat sich jetzt auch die Union für den derzeitigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten ausgesprochen. Warum hat sich die Union letztendlich dazu entschieden? Zum einen ist Steinmeier ein wirklich überzeugender Kandidat. Zum anderen hat die Personalpolitik der Kanzlerin dazu geführt, dass in den Reihen der Union kein adäquater Rivale vorzuweisen war. Halten Sie Frank-Walter Steinmeier für einen geeigneten Kandidaten? Er ist ein geeigneter Kandidat. Er hat umfängliche politische Erfahrung. Er hat einen konzilianten Ton und er hat intellektuell alle Voraussetzungen, dieses Amt gut auszuüben. Sigmar Gabriel hatte Steinmeier ja schon vor Wochen ins Rennen gebracht. Inwieweit kann man jetzt von einem Sieg der Sozialdemokraten sprechen? Die SPD hat hier die Kanzlerin vor sich hergetrieben, was die SPD auf vielen Politikfeldern geschafft hat. Und im Grunde ist es ein Armutszeugnis für die Union, dass sie sich hier einmal mehr hat austricksen lassen. Gottlob ist es aber mit einem wirklich vorzüglichen Präsidentenkandidaten geschehen. Und wie weit würden Sie denn sagen, schadet ein Bundespräsident Steinmeier Angela Merkel im Bundestagswahlkampf 2017? Das, was der Kanzlerin wirklich schadet, sind ihre politischen Fehler aus dem Jahr 2015 bei der Euro-Rettung und insbesondere bei der Migrationspolitik und bei ihren den Rechtspopulismus eher bestärkenden als in Schach haltenden Reaktionen auf Pegida und die AfD. Ein Bundespräsident Steinmeier wird ihr in keiner Weise schaden. Haben sich Union und SPD denn jetzt mit dieser Entscheidung auf eine große Koalition festgelegt? Das ist so noch nicht abzusehen, denn zum einen wissen wir nicht, welche Dynamik der Wahlkampf entfaltet. Und es ist auch nicht so, als ob die SPD schon jede Bereitschaft aufgegeben hätte, auf jenes rot-rot-grüne Bündnis auszugehen, welches unser Land im Grunde als Alternative zu einer rechten Regierung bräuchte. Es scheint eher so zu sein, dass eine weitere große Koalition in Aussicht zu stellen in Deutschland den Rechtspopulismus nur noch weiter befördert. Passt gut zu meiner nächsten Frage. Inwieweit stärkt denn diese Entscheidung für Frank-Walter Steinmeier populistische Parteien wie die AfD? Die Entscheidung für Steinmeier stärkt in keiner Weise die AfD. Die AfD würde gestärkt, wenn völlig klar würde, dass Union und SPD auf eine weitere große Koalition ausgehen und keine Entscheidung über links oder rechts der Wahlbevölkerung zumuten wollen. Naja, aber als Zeichen in diese Richtung kann man die Entscheidung für Steinmeier ja schon sehen, wenn ich sie auch richtig verstanden habe. Das muss man nicht so sehen, denn die Union hatte effektiv keinen vorzeigbaren Kandidaten, sodass der Schaden für die Union noch größer gewesen wäre, einen tüchtigen Sozialdemokraten um jeden Preis verhindern zu wollen. Ich meine nicht, dass die Wahl von Steinmeier jene Art von Richtungsentscheidung ist, wie früher schon einmal die Wahl von Heinemann eine Richtungsentscheidung gewesen ist. Sollte Frank-Walter Steinmeier neuer Bundespräsident werden, muss die Stelle des Außenministers ja neu besetzt werden. Wer kommt dafür in Frage? Das festzulegen ist Sache der Sozialdemokratie gemäß deutschem Verfassungsbrauch. Und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung die diesbezüglichen Gedanken von Sigmar Gabriel gehen. Herr Steinmeier ist ja grundsätzlich für seine klaren Haltungen bekannt. Nach der Wahl von Donald Trump sendete Steinmeier beispielsweise sehr deutliche Worte in Richtung USA. Eine Beglückwünschung beispielsweise blieb aus. Was wäre von Steinmeier als Bundespräsident zu erwarten? Das wissen wir im Moment noch nicht, weil wir gar keine Ahnung haben, in welcher Weise, wenn überhaupt, sich der Wahlkämpfer Trump zum Präsidenten Trump weiterentwickelt. Der deutsche Bundespräsident kann ohnehin keine eigenen Akzente in der Außen-, Innern- und sonstigen Politik setzen. Er kann lediglich die Politik der Regierung besser oder schlechter erklären und er kann jene Dinge, die unser Land zusammenhalten, überzeugender oder wenig überzeugend vertreten. In all diesen kommunikativen Disziplinen wird Steinmeier eine gute Figur machen und Außenpolitik ist seine Sache gewesen, nicht länger aber, wenn er das Amt des Bundespräsidenten innehat. Während die Grünen ja noch darüber nachdenken, ob sie Steinmeier unterstützen wollen, sie hatten ja eigentlich einen parteiübergreifenden Kandidaten gefordert, will die Linkspartei einen eigenen Kandidaten aufstellen. Warum kann oder will die Linke Steinmeier nicht unterstützen? Steinmeier ist ein Sozialdemokrat und keiner von der Linken. Und außerdem ist es ohnehin ein unseliger Brauch, dass man in Deutschland sich immer auf etwas Gemeinsames einigen muss, statt verschiedene Positionen und Personen zur Auswahl zu stellen und dann zu sehen, wofür es eine Mehrheit gibt.